Moin Jungs und Mädels zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört hatten. Und ich wollte eigentlich speichern und dann ist schon wieder diese Zeug da halt auf den Spiegel gefallen. Dachte ich so, mein Gott, ey. Naja, egal. So, jetzt versuchen wir mal, uns nicht abknallen zu lassen. Ich glaube, die haben fast alle Ingos erledigt. Ist noch Gehirnschmalz. Und öffnen das mal. Ja. Die Dicken sind los. Was halten die denn aus? Was ist denn mit denen los? Boah. Joseph, alte Taus, was machst du denn da? Komm, anzünden. Das ist ja eine neue Art von Gegner, kenne ich ja noch gar nicht. Oh. Ja, ob da auch was drin ist? So, gucken wir mal, was wir hier so finden. Pistolenmunition, da sagen wir nie ein. Nein. Und Heilung, da sagen wir auch nicht nein. So. Joseph, bist du bereit? Ich mach das andere Tor auch auf. Achso, ich konnte mich nur entscheiden. Oder muss ich das jetzt nochmal... Okay, ich hab keinen Plan. Ja. Weg. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie locken wir die hier raus? Weil ich glaube, wir müssen die schon mit dem Scharfschützengewehr erledigen. Ich glaube, da müssen wir von oben. Nee, wenn. Achso, das haben wir noch gar nicht aktiviert. So, machen wir schon kaputt. Wir können alles Gehirnschmalz gebrauchen, denn, so. Wie locken wir die jetzt, sie schießen? Da müssen wir sie abknallen. Und nicht runterfallen, Castellanus. Du hast auch zwei linke Füße, oder? Ja, Joseph, richtig. Machst du gut. Bist ein Kumpel. Alle hinter mir eingeschlagen, oder? Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja. Ist dieser Einschuss eigentlich erledigt? Macht das so viel Schaden? Ach, da unten sind die. Komm ich hier rüber? Gott, wir haben ja nur noch eine Munition. Wieder so ein Fackeltyp. Wo rennt denn der hin? Joseph, du kümmerst dich drum. Nee, kümmert er sich nicht. War das jetzt unfair? Und schön brennen, mein Freund, brennen. Ja, ja, zappel du. So, du hast Gehirnschmalz gegeben, du bist nett. Da oben sind noch welche. Oh, wie viel sind denn das da? Lol. Ich dachte schon, Krieg gegen Ingos kaum viele. WTF? Komm, geh mal hier hoch. Ist hier noch eine Bombe oder sowas gewesen? Ja. Boah. Ja, wir haben gut erwischt. Ja. So, wo kommen jetzt die anderen? Joseph, warum guckst du da hin? Kommt da was? Wow! Gott, was war das denn für ein Jump, ey? Da kommt der nächste. Oh, dann.
Gott, die haben gleich keine Pistolenmunition, ne? Das wird hart. So. Joseph, ich glaube, die sollten es mal. Oh. Beide brennen. Sehr schön. Lass noch was liegen. Aber ich glaube, wir müssen da durch. Da kommt immer mehr. Das ist, wir sollten erstmal vorankommen. Ja, es kommt immer mehr. Das hat überhaupt keinen Sinn, hier zu kämpfen. Oder warte mal, kommt hier unten durch? Die kommt, glaube ich, von da. Und von da. Die machen wir jetzt so, machen wir so. So, hat es geklappt. Bleib da unten! Gott, was soll denn das, lauter Glassplitter? Da, was ist denn mit euch Dicken los? Was ist denn mit dir los? Oh Gott, das hat überhaupt keinen Sinn, ey. Wo ist der andere Dicker? Ne, der kommt hier hoch. Komm mal her. Ist nicht so. Dann lässt er nicht mal was liegen, ey. Aber der Kopf bleibt noch übrig. Oder der halbe Kopf. So. Ey, da kommen immer mehr. Was? Ich verstehe das nicht. Machen wir irgendwas falsch? Oder muss ich da durchwaschen oder so? Du kannst hier nicht so rum, ja. So, die schlagen mich runter. Das muss er doch nicht sagen. Was? Du musst doch da an die Hand, Mann. Boy. Mach mich doch nicht unglücklich. Ja, ja, werde ich nicht. So. So, komme ich hier durch? Nee. Ja, Joseph, kannst du mal was Produktives machen, Alter? War da noch was? Ja. Von oben lang. Aber Joseph, der kann auch mal. Der macht nichts Produktives richtig. Alle muss ich hier alleine machen. Und der wühlt sich dann nachher wieder im Ruhm. Boah, ich war der Beste, ey. So, wie komme ich denn da hin? Ey, sag mal. Josef, mach was Produktives. Was ist denn Josef? Was macht der denn da? Klappen. Wow, wow, wow. Ah. Ja, ja. Kommt der jetzt wieder, Typ? Haben wir jetzt alle erledigt? Wie komme ich denn da rauf? Verstehe ich nicht. Was ist denn? Komme ich da von der anderen Seite rauf? Oh ne, nicht hier. Wie gerade so ein bisschen.
Ich auch. Na komm raus. Gott, das war zu spät. Na, kommst du da raus? Achso, jetzt hat er alle. So, das haben wir schon mal weg. Ich glaube, ich soll alle abknallen. Bist du auf? Da muss ich von einer anderen Position stehen. Ich glaube, ich muss sie provozieren, dass sie schießen. Ich habe nur noch 3 Schuss. Das wird knapp. Boah. Komm. Komm aus dem Versteck raus. Nee. Ich habe nur noch 3 Schuss. Ich muss das mit Gefühl machen. Leute. Jo, hab ich jetzt. Nur noch einer. Genau. So. Komm, schieß. Komm raus. Zeig dich. Wo muss ich sein, damit du schießt? Hier? Der hat, wenn ich da unten war, geschossen, ne? Okay. Oder schießt du, wenn ich hier bin? Geh runter. Du gehst doch auf, wenn ich da unten bin, oder? Jo. Aber wie soll ich denn von hier schießen? So, jetzt hab ich dich. Oder doch nicht. Woo! Okay, ich muss auf den Kopf ziehen, der hier ist. Ungefähr hier. Jawoll, haben wir. So, nu? Ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz! Was? Ey! Nee! Nein! Was macht denn Horst hier? Der ist doch ein Witz! Nein, Horst! Boah! Bleib ganz ruhig, Horst! Ich weiß, ich habe deine Schwester aufgewissen. Ich habe dich einmal erledigt. Boah, scheiße. Aber das war nur zu deinem Besten. Wow, 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 geh weg. Boah, das war alles nur zu deinem Besten, glaub mir. Das ist auch nichts Persönliches. Ey, da geh weg, Horst. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich getan habe, ja? Deine Familie ständig auf mir hat es wahrscheinlich auch mal gesehen. Oh, voll in den Kopf, ey. Ah, Herr Horst hier. Munition alle. Was? Nein! Boah! Ich hab nicht mehr viel. Boah, mit der letzten Munition! Alter! Vorsichtig, das könnte voll mit denen sein. Oh.
Ich muss erstmal tief durchatmen. Ich habe nichts mehr an Munition. Aber wer konnte auch an, dass Horst kommt? Ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Alter. Schrotflinte habe ich noch. Oh Leute, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet gehabt, dass der so schnell wiederkommt, ey. Alter, warte mal, nimm mal die Fackel mit. Wir haben nicht mehr vier. Oi. Und ein Speicher. Der Aufzug steckt oben fest. Frames einen anderen Weg nach oben. Ja, nimm mal doch die Treppe. Ich weiß nicht, warum ich gerade Frames einfach ein bisschen habe. Das tut mir leid. Das also hat ihn blockiert. So, hier haben wir auch zu, aber wir gehen speichern. Das Kartenfragment. Ja! Auf den Schock mit der Wand. Nee, warte. Nee, warte. Ach, da war noch. Nein, ich hab da Gehirnschmalz liegen lassen. Egal. So. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lee, bist das Ergebnis unserer Liebe. Oh, Castellanos ist Papa, wusste ich gar nicht. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, Papa, hätte ich auch sagen können, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtigere, was ich tue, mit ganzem Herzen und festen Absicht mit der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Ist doch schön. Der Castellanos ist Papa, hätte ich gar nicht gedacht. Wieso wachen wir eigentlich jetzt immer bei den Bildern auf? Verstehe ich nicht. Ja, Munition ist für im Arsch. Gucken wir nochmal, ob wir eine neue Zeitung. Oh, wir haben eine neue Zeitung. KCPD Officer vermisst. Suche nach vermissten Detective läuft. Der 36-jährige Detective Myra. Ach so, oh Gott, Leute, Entschuldigung. Die 36-jährige Detective Myra Castellanos vom Chisholm City Police Department wurde als vermisst gemeldet, obwohl sie zum Zeitpunkt des Verschwindens im Dienst war. Betritt ein Polizeisprecher jeglicher bestritt. Oh Mann. Ey, ich weiß nicht, es ist schon zu spät, glaube ich. Bestritt ein Polizeisprecher jegliche Verbindung zu einem der Fälle, in denen sie ermittelte. Ihr Ehemann und Vorgesetzter Sergeant Sebastian Castellanos verweigerte einen Kommentar. Ah, okay, sie ist verschwunden. Woran das wohl liegt? Wir werden es vielleicht herausfinden. Wir kriegen ja immer ein bisschen, immer um mehr Macht. So, ja, dann beenden wir für heute die Folge. Wie ich schon vorhin anfangen wollte, muss ich mir erstmal einen Schock erholen, dass wir Horst wieder begegnet sind. Ich dachte endlich, dem bin ich los. Ich hoffe nicht, dass Ingrid wiederkommt. Also, oh Gott. Ja, wie gesagt, schreibt Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bye, bye, ciao.